dass ich bei den US-Ausscheidungen in der Form nicht erlauben dürfen. Wertung bis zum Ende wohl um den Sieg ringen werden. Ganz innen Brian Tyson-Eaton, dann die schnelle 200-Meter-Läuferin Ellen Sprunger aus der Schweiz, dann Katharina Johnson-Thompson. Am Papier ist sie die Beste über diese Distanz. Cindy Rohleder, die Top-Hürdenläuferin, die auch über die 200 Meter stark sein kann. Genauso wie Laura Ikonjece Admidina aus Lettland. Also erhoffen wir uns da jetzt einen schnellen finalen Lauf. Jetzt nach der Papierform, dann ist die mittlere Bahn. Die von Katharina Johnson-Thompson die Beste und die Britin muss auch Punkte wettmachen. Ganz innen läuft Brian Tyson-Eaton, die wahrscheinlich die Gesamtführung übernehmen wird. Aber warten wir es einmal ab, wir sind auf der Zielgeraden. Und da hält Ellen Sprunger sehr gut mit Katharina Johnson-Thompson. Allerdings wird siegen in 22,80 und das ist eine grandiose Zeit für die Britin. Das ist die fünftschnellste überhaupt jemals in Götzis gelaufene. Und drei von den schnelleren Zeiten gehören Daphne Schippers. Also es ist schon eine echte Marke, die hier von Katharina Johnson-Thompson hingelegt wurde. 22,79 sogar noch eine Hundertstelsekunde besser. Das ist persönlicher Rekord. Das ist, wie gesagt, eine Wahnsinnszeit für Götzis und für einen Siebenkampf. Und Brian Tyson-Eaton hat da den Sog genützt mit Rang 2, mit einem tollen Finish noch auf der Innenbahn und läuft mit 23,33 um eine Hundertstelsekunde besser als je zuvor. Aber das ist die allerschnellste, die sich damit in der Gesamtwertung auch wieder einmal auf und ab, aber jetzt einmal auf, nach vorne im Klassement bewegt. Auch Ikonjece mit persönlicher Bestzeit wird sich auch noch nach vorn schieben. Cindy Rohleder mit 23,40. Also ein sehr schneller letzter Lauf, ein würdiger Abschluss des Tages der Siebenkämpferinnen. Auf vier Athleten im Hochsprung. 2,06 Meter werden eingemessen. Jeremy Taibo, Jorge Urena, Janik Alglane und Kai Kasmirek, das sind die vier Namen. Das ist der Stand nach vier Disziplinen, das kriegen wir jetzt noch schnell geliefert. Brian Tyson-Eaton 40 Punkte vor Johnson-Thompson und 50 vor Caroline Schäfer. Jetzt wieder alles quasi nach Papierform. Und für Tyson-Eaton zum Beispiel ist das gar nicht viel schlechter als vor einem Jahr bei ihrem kanadischen Rekord. Johnson-Thompson liegt sogar leicht im Plus, also in Richtung 6.700. Ivona Dadic Platz 20, aber viel wichtiger liegt mehr als 80 Punkte über ihrem bisherigen Rekord. Dann muss man aber beachten, sie hat einen tollen Speerwurf gehabt in Talence. Den muss sie erst einmal wiederholen. Es ist knapp, aber es schaut gut aus in Richtung Rio für die Österreicherin. Und für Sarah Lager auf Platz 31 mit fast 3.400 Punkten ist das EM-Limit von Amsterdam für morgen absolut Thema. Wird auf den Weitsprung gleich zu Beginn ankommen.